Los geht's jetzt hier. Da wissen wir, dass wir nicht hinkommen. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier hin. So, ich zeig ja die Faxen, Dicke hier. Zack. So, volle Bahn mit Marzipan jetzt hier. Wer fällt ein jetzt hier? Eine Pudelmütze. Los geht's. Tschüss. Was? Wieso? Bei mir nicht mehr. Ich muss erstmal weiter. Bis später. Sarah, alles klar. Dankeschön. Sorry, ich hab... Wir lagern Rito und seine Banditen. Sei vorsichtig. Rito. Mike, alle platt. Schau, eine weitere Toxanol-Halde. Gleich die Hubschrauber-Heinis auch noch mit Zunga. Ein schlauer Gegner würde jetzt abhauen. Ja, von mir natürlich. Oh, keine alt, dude. Keine Panik. Ja, Kameraflug ist nicht so meins. Erledigt die Geschichte. So. Wenn du draußen sein willst, wirst du eben nass. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Ja. Hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Bittet dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt
Und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Hm. Nee, doch, nee, doch, nee, doch, ja. Lämmer ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Das Licht strahlt auf. Ach so, okay. Je heller, desto besser. Gut, wir haben genug Schwarz gemacht jetzt erstmal. Würde ich nicht unbedingt sagen. Genau, nicht besser, am besten. Du bist furchtbar. Furchtbar darin, furchtbar zu sein, was am besten ist. Reich abgeschlossen. Lul. Ist schön, dass es im Spiel regnet. Es regnet auch außerhalb vom Spiel. Angeblich gewöhnt man sich irgendwann an den Geruch solcher Viecher. Was für eine Viecher? Dieses Dorf hättest du auch übersehen können. Es heißt Mumbleklump. Mal sehen. Mumbleklump. Auf jeden Fall ist es was zum einen. Ich werde euch jetzt auch verlassen. Schönen Abend noch. Bis morgen. Jessi, vielen lieben Dank. Dankeschön. Bis dabei bleiben. Und bis morgen früh, ja. Also ich versuche um 9:30 on zu gehen, ja, natürlich Käffchen und dann schauen wir mal, ja, ich freu mich auf Sims Rider, ganz ehrlich. Ja, wie immer, ja, wie immer. Macht dir noch einen schönen Abend, Jessi, und Dankeschön. Ach, gucke mal, wen wir da haben. Eine Faschu behauptet, seltsame Objekte aus der Todeszone im Angebot zu haben, die so selten sind, dass man sie gesehen haben muss. Erkennt, dass du schnell einen Handel abschließen willst, rät dir aber, dir für ein gutes Geschäft mehr Zeit zu nehmen. Zeig dir erstmal, was du hast, Mann. Also im Moment, du hast nur Kleidung, die Schrott ist im Moment. Tut mir leid, damit kann ich überhaupt nicht anfangen. Verkuff ich dir eher noch was. Das ist eine Kassette. VHS. Das bist du los. Ein schönes neues Zuhause für deinen alten Kram. Thank you.
Okay, das sind Waffen. 150, das sind... Warum kann ich den so anbauen? Könnt ihr schon mehr würgen. Warum kann ich den Griff... Den verstehe ich nicht. Alles okay. Wahrscheinlich solltest du noch mehr loswerden. Ein angenehmes Geschäft. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein... Tagsüber können sich andere nicht so leicht an dich heranschleichen. Was ist er denn hier? Ach, ich mach sauber. Okay, Entschuldigung. Yunuba Yotairo Tut. Freut sich, dass du dir treu geblieben bist und anderen tatsächlich hilfst. Das ist schön. Heißt nicht, dass ich mit dir rede. Uli, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Wo sind denn jetzt hier? Wo ist denn der Waffenheini? Wo die Altflur? La 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 da 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 da. Kann ich sowieso wieder nicht anbauen. Was soll denn der Schmutz? Ich bin tot. Von 17 bis 18 Uhr sind die bei uns in den Laden gestürmt. Alles, was aufgeräumt war, ist jetzt wieder Katz. Okay. Ist natürlich mehr als ärgerlich, Odi. Und jetzt wieder alles schön von vorn, oder was? Ist der Waffenschmied. Ich möchte unbedingt, dass du einen Blick auf die Waren wirst. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Da musst du mal gucken, was du für hast, mein Freund. So, was hast du denn Schönes? Klubus, zick damit. Insgesamt ein guter Handel. Muss die Frage, ob wir damit irgendwas anfangen können, wenn wir jetzt den Handel gemacht haben. Der bringt mir überhaupt nichts. Ätzend. Scharf wie dein Verstand. Ja, dann hätte ich es nicht gekauft, wenn es scharf wie ein Verstand gewesen wäre. Dies könnte das Ende von allem sein, wie ihr es kennt. Alter Schwede. Boah. Sorry, ich hab mich gerade ein bisschen erschrocken. Fett Gewitter. Freu dich einfach, dass das Seil da ist.
Ihr zeigt das ganze Material aus ihm. Krass, oder? Also wir haben beim Durchdringen, sind wir hier ein bisschen hochgegangen jetzt, um 1%. Und da haben wir so viel Material verschossen. Krass. Bin froh, dass ich Feierabend hatte. Glaube ich dir, Odi. Bin auch gespannt, wenn meine Frau heute nach Hause kommt, wie es aussieht. Ihr zeigt völlig übersehen, was wir noch nicht haben. Jetzt fehlt mir eh so ein Kackring, um den aufzuwerten, das Ding. What? Och, Manu. Ehrlich? Was fehlt uns jetzt noch? Ach nee, wir haben betet. Okay. Was macht man damit? Überhaupt nicht gebracht. Das Ding. Auf dem Weg zum Außenposten, mein Lieben. Auf dem O. Oh. Hey, das ist ein Ölver. Warum ist denn der so heftig? Ins Schwarze. Marzipan nehme ich gerne mit. Diese Geschichte braucht eine Heldenfigur. Bin hier, Mann, bin hier. Eine Hose. Ungewöhnlich. Yeah. Cool. Geiles Teil, Leute. Endlich können wir den neuen Rock ausziehen. Cool. Da eiern wir jetzt ja nicht rum. Ich zieh mal gleich erstmal an, die Schlüpper. Wobei der Rock auch cool aussah, war. Das sollte deine Beine schützen. Den Hut, den würde ich gerne noch loswerden wollen. Irgendwann. Ja. Ach so. Lass uns mal die Häuser nochmal schnell abfarmen. Schicker Hut. Gewöhnlich. Mit dem verkaufen. Haben wir hier noch was? Ungewöhnlich. Lull. Aber... leichtes Versagen. Aber man kann sie erstmal freuen, wa? Erst freuen, dann maulen. Wo sind wir denn hergekommen? Von hier? Da.
Hier müssen wir nochmal hin. Arzneimittel bis zum Erbrechen. Haben wir schon irgendwann uns schon mal irgendwie. Oh, legendär, ein Onohut. Energie geht völlig weg. Aber da siehst du mal, war der Hut war legendär und nix war, wa? Überhaupt nicht hilft da mit der Mütze. Der ist sogar schlechter als die Pappen, der Pappendeckel, den wir aufhaben. Ja, wenn wir uns jetzt mal kurz angucken. Krass, oder? Das ist ein legendärer Hut und der ist schlechter als das dumme Ding hier. Ist völlig egal, ob der nur keck aussieht oder nicht. Lass mal auf die Mütze. Genau. Treib mal das Pferdchen ein bisschen an hier. Wenn wir ein bisschen vorankommen. Haben wir auch schon irgendwas geschafft heute? Nicht so richtig, wa? Hält aber auch. Meine. Kann sich dieses Ding selbst steuern? Kann man hier? Müllkippe? Gegnerischer Stab. Da gibt's doch bestimmt was zu holen. Und hinter mir ist eine Höhle. Wildfest gefreezed. Hier war da irgendwo gerade eine Höhle. Da oben ist sie. Da gehen wir mal schnell rein. Das ist Trockenfels. Schau dir mal an, wie tief es runtergeht. Hm, der Eingang ist hier drüben, oder was? Hä? Wie geht's Banane? Nee, das ist doch der Eingang, oder? Schau dir mal an, wie weit es runter geht. Schau mal gleich mal. Nee. Bandit. Hä? Wo geht's jetzt hin? Wohin du auch gehst. Dir stehen harte Zeiten bevor. Schläge gibt es Schläge. Boah. Der steht hinter mir. Komm mal hier raus, bitte. Danke. Da. Leck. Schön festgebackt und ich gehe dabei durch oder was? Bist du blöd oder wie? Kritischer Treffer.
Fall festgebackt. Ja, macht den Nahkampf mehr. Er macht keinen Nahkampf. Null? Verstehe ich jetzt nicht. Wie, und den hat ja nicht mal was. Lass mich raten, Kaka. Ach! Metallrohr. Wahnsinn. Wo kommt das? Ach, an den Langschwert. Ja, habe ich ja leider nicht. Wie, das war jetzt? Deswegen bin ich hier unten drin? Wegen Metallrohr? Ist jetzt nicht sehr ernst, oder? Wegen dir, Blödmann? What? Der Baum des Lebens steht noch. Fragt sich nur, wie lange. Naja, ich bin ja schon auf dem Weg. Mecker nicht rum. Runtergefallen. Warum hält er nicht fest? Doof oder was? Ach so. Schlechte Taste drückt. Lalalalala. Jetzt wird es neblig und abend und jetzt leg hier in das Ding drin oder was? Also, unser Internet hat heute schon so seine Probleme, wa? Also mit dem ständigen Einfriesen. Andererseits krass, dass die Grafikkarte bei 80% liegt. Auch was Neues. Ich hab völlig vergessen, den Teig hier ohne Druck. Du hast dich bereits verausgabt. Schön aufgeschnitten. Das sind 13er. Eieiei. Oh. Haut nach. Also für manche Kameraführung kann ich einfach nicht, ja. Das ist denn dieser Slow Motion, den der hier abzieht. Das Biest ist verdammt beweglich. Skim Beast, Mann. Der Ophidorf-Außenposten. Der Jagni-Stamm beansprucht ihn. Für die Ewigkeit. Gibst gleich erstmal auf die Gusche. So, jetzt pinkeln wir erstmal an eine Latte. Also dort an die Fahne. Entschuldigung. Wie es bei uns auf der Arbeit so heißt.
Typischer Bedienerfehler, genau. Immer ist der Mitarbeiter schuld. So sieht es nämlich aus. So, jetzt gibt's auf die Gusche hier. Da ist der Tyrann, der über diesen Außenposten herrscht. Er hatte nicht mit der Niederlage seines Stammes gerechnet, da sie gnadenlos sind. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Ich hatte nie eine Chance. Überzeugen? Dann versuch's doch. Erbarmungslos, weil sie keine Gefangenen machen. Er will, dass du weißt, dass sie aber auch nicht die Absicht haben, zu Gefangenen zu werden. Das ist ihre letzte Verteidigungslinie. Sobald ihr Wächter fällt, kapitulieren sie. Der dicke Papa Pump ist das. Ein 18er? Wollt ihr mich eigentlich verkullern, oder was? Aber er ist ein Dünner, oder? Aber wie ich schon gesagt habe, beziehungsweise auch bei anderen gesehen habe, Spiel, es geht in dem Spiel nicht darum, der Beste zu sein, ja, sondern einfach die Story ein bisschen zu genießen, wer da Bock hat. Ja. Wer da Bock drauf hat, sich einzulassen. Nicht darum, oh, das ist so voll das Fighting-Game, ja. Deinem Stamm. Dankeschön. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu jetzt... dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Mein Sifu, bitteschön. Bing. Findet, deine Eroberung des dritten gegnerischen Außenpostens war eine Glanzleistung. Jetzt sollte der Gegner so geschwächt sein, dass du seine Festung angreifen kannst. Sie alle hoffen, dass du ihnen den Frieden bringst. Letzter Fight für die Ecke hier. Steht an. Ist ja nicht, ob wir noch irgendwas besorgen müssen jetzt.